Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny. Heute möchten wir uns mal ein exotisches Rüstungsteil für den Titan anschauen, und zwar die Wanderfalken Beinschienen. Die sind heute bei Xur im Angebot dieses Wochenende, und zwar vom 26. Juni bis zum 28. Juni 2015. Wenn ihr sie also nicht habt und ihr möchtet eure Sammlung gerne erweitern, dann könnt ihr euch die bei Xur kaufen für 13 seltsame Münzen. Sie können natürlich auch im Dämmerungsstrike droppen oder auch aus der Truhe vom Gefängnis der Alten oder aus einem legendären Engramm oder einem exotischen Beinengramm, wenn Xur dann mal so eins dabei hat. Und da könnt ihr sie bekommen. Wir möchten uns mal anschauen, was die Dinger so können. Und ich würde sagen, ich lege am besten einfach mal los. So sehen die Dinger aus. Haben eigentlich ein ganz cooles Design, gerade mit dem Blutpakt-Shader, wie ich finde. Wo ist er denn? Wo habe ich den denn? Hier, Blutpakt, da haben die nämlich solche roten Ringe. Und das finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Macht echt was her. Attributsmäßig haben wir hier Verteilung auf Intellekt. Ich habe jetzt hier bei meinen 158, ich glaube die von Xur haben 152, also ein bisschen weniger. Was der maximale Wert ist bei Beinschienen, da bin ich mir nicht sicher. Bei Brust ist es auf jeden Fall 181. Aber wir kommen jetzt mal zu den Perks, und zwar haben wir jetzt hier schwere Waffen Munition. Erhöht die Menge an Munition für schwere Waffen, die du tragen kannst. Ist eigentlich selbsterklärend, macht schon ganz schön was aus, auch im PvP muss man sagen, ist das wirklich sehr praktisch. Ich würde gar nicht mehr spielen ohne mehr schwere Waffen, Munition. Einfach, wenn ihr schwere Waffen, Munition aufhebt im PvP, könnt ihr auch mit diesem Perk ein bisschen mehr tragen. Das heißt, ihr habt dann anstatt 3 Raketen, habt ihr dann 4 Raketen zum Beispiel. Das macht schon einen ziemlichen Unterschied, auch bei MGs, wenn ihr jetzt eins habt mit sehr vielen Schuss. Ich weiß nicht, zum Beispiel Korrekturmaßnahmen, da habt ihr mindestens mal ein komplettes Magazin mehr dabei. Dann haben wir jetzt hier als einziges anderes Perk den Wanderfalkenstoß. Schulterangriff verursacht Bonusschaden, wenn er in der Luft aktiviert wird. Um das mal kurz zu erläutern, der Schulterangriff, der ist beim Stürmer, wirklich nur beim Stürmerfokus vom Titan. Wir sind hier also fokusgebunden mit diesen Beinschienen. Das ist der hier in der letzten Reihe, in der Mitte. Drücke nach einem kurzen Sprint R1 für einen vernichtenden Nahkampfangriff. Da ist es so, wir laufen und nach einer kurzen Zeit wird quasi sehr, sehr schnell der Wind an uns vorbeizischen. So sieht das zumindest aus. Und das ist halt quasi das Signal, hey, der Schulterangriff ist gerade aktiv. Der wird aber nicht die ganze Zeit halten. Ihr könnt also nicht durchgehend sprinten und dann einfach irgendwann den Schulterangriff benutzen. Nee, funktioniert nicht. Sondern irgendwann wird er auch ein bisschen deaktiviert. Da gibt es auch andere Beinschienen. Ich glaube, das sind die hier. Verlängert die Dauer, die Schulterangriff aktiv bleibt. Typ 44 im Abseits. Das würde mit denen funktionieren. Dann könnt ihr ein bisschen länger sprinten. In jedem Fall würde ich euch empfehlen, wenn ihr sehr viel mit Schulterangriff spielt, auf Agilität zu setzen, damit ihr einfach schneller am Gegner dran seid. So, was macht das Teil jetzt eigentlich? Es macht Bonusschaden, wenn wir das Ganze in der Luft machen. Ich bin mit denen ins PvP gegangen, ich bin aber kein Spieler, der sehr viel mit Schulterangriff spielt, deswegen werde ich den PvP-Teil an der Stelle abkürzen und euch nur auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar ist das so, dass der normale Schaden von einem Schulterangriff bei 200 Damage liegt. Mit dem Bonusschaden in der Luft über die Wanderfalkenbeinschienen, also mit dem Wanderfalkenstoß, haben wir einen Schaden von 607. Ihr merkt, 200 ist schon genug, um einen One-Hit-Kill zu machen. Und in jedem Fall oder in den meisten Fällen haben wir bei einem Schulterangriff einen One-Hit-Kill. Es sei denn, folgende Sachen passieren gerade. Zum Beispiel hat ein Warlock Erleuchten aktiv mit strahlender Haut, dann hält er deutlich mehr aus. Dann bringen die 607 Schaden natürlich sehr viel. Das wird auch prozentual natürlich ein bisschen angepasst, aber auch dann habt ihr mit den Wanderfalkenbeinschienen einen One-Hit-Kill. Also wenn er Erleuchten aktiviert, dieser Warlock, dann könnt ihr, wenn ihr ihn in der Luft erwischt mit dem Schulterstoß, dann könnt ihr ihn trotzdem One-Hit-Killen. Gleiches gilt auch für einen Titan, der gerade die Machtbarriere aktiv hat oder der seine Bubble gestellt hat und dann Panzerung des Lichts benutzt. Das funktioniert alles noch, da sind die auf jeden Fall One-Hit-Kill tot. Dann könnt ihr reinspringen, einen Schulterstoß machen, mit dem Wanderfalkenstoß sind die tot. Das gleiche auch bei einer Arkusklinge. Wenn einer mit einer Arkusklinge auf euch zuläuft, dann könnt ihr auf den zulaufen, und wenn euer Schulterangriff auch wirklich aktiv ist und ihr kurz springt und den Angriff macht, dann habt ihr auf jeden Fall auch die Arkusklinge gekontert. Das ist also ein richtiger Geheimtipp im PvP. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich habe dann mir doch mal das Ganze ein bisschen genauer angeschaut und auch von jemandem hören lassen. An der Stelle muss ich dann mal einen großen, großen Dank aussprechen an den Facebook-User Dubhead. Der hat mir auch noch einen anderen Tipp gegeben. Dazu kommen wir dann später. Schauen wir uns doch mal an, was das Ding so im PvE an Schaden austeilt. Und ich war dafür natürlich mal wieder in meiner Lieblingsmission beim Schrein von Oryx, denn da haben wir alle Gegnertypen
vertreten, also Tier 1 bis Tier 4, also normale Gegner, dann sowas wie Servitoren zum Beispiel, Minotauren, Majors und natürlich auch einen Endboss, einen Ultra. Der normale Schaden von einem Schulterangriff bei einem Tier 1 Gegner liegt bei 1539. Mit dem Wanderfalkenstoß Bonusschaden liegen wir bei 4663. Das gleiche dann auch bei Tier 2 Gegnern. Da ein Servitor, da seht ihr jetzt hier gerade die Detonation, 4663 mit Bonusschaden. Beim Major machen wir mit einem normalen Schulterangriff 1231 Schaden. Das ist ein Tier 3 Gegner hier zu sehen, ein verehrter Ritter. Dann haben wir 3731 mit dem Bonusschaden durch den Wanderfalkenstoß. Also auch nochmal wirklich, wirklich viel mehr Bonusschaden. Das Ganze dann bei einem Ultra. Da haben wir 1001 Schaden mit einem stinknormalen Schulterangriff. Nicht wirklich viel. 3031 Schaden mit dem Bonusschaden durch den Wanderfalkenstoß. Also beträchtlich mehr. Was aber wirklich unglaublich ist, da muss ich mich wieder an der Stelle bei Dubhead bedanken, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Die Teile sind unglaublich extrem in Kombination mit Prügler und mit Arcburn, was im aktuellen Dämmerungsstrike diese Woche bei Cerberus Wehr 3 gegen Valus Taug der Fall ist. Da machen die Dinger unglaublich viel mehr Schaden. Und zwar liegt der Bonusschaden bei 41.964 bei einem normalen Gegner. Das war sogar so extrem, da sind Legionäre, die haben Solarschilde, die konnte ich problemlos One-Hit wegmachen. Da steht dann zwar Widerstehen dran, weil ich ja Akkuschaden mache und deswegen sehe ich nicht, wie viel Schaden sie tatsächlich austeilen. Aber selbst ein Major war One-Hit-Down mit einem Bonusschaden, wie jetzt hier im Videoclip zu sehen. Und bei Valus Taug, da ist das so, da braucht man etwa 4-5 von diesen Angriffen und er ist down. Ihr müsst dann natürlich aufpassen, dass wenn ihr an ihn rankommt, ihr dann nicht sofort weggeschossen werdet. Ich kann es hier leider nicht zeigen, aber auf jeden Fall ein ziemlicher Geheimtipp, wenn das nächste Mal beim Dämmerungsstrike wieder Prügler und Arcburn zeitgleich aktiv sind, dann könnt ihr die Dinger dann mal auspacken und dann hauen die wirklich, wirklich, wirklich viel Schaden raus. Und ich bin am überlegen, ob man so nicht vielleicht auch nochmal eine Challenge machen könnte. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das ist, was die Dinger können. Ein richtiger Geheimtipp, sowohl im PvP als auch im PvE. Man muss nur sehr viel mit dem Schulterangriff spielen, beziehungsweise damit auch spielen können. Ich bin leider keiner von den Spielern, die das sehr häufig benutzt haben, beziehungsweise auch sehr, sehr gerne benutzen. Wenn ihr so ein Spieler seid, dann könnten diese Beinschienen tatsächlich was für euch sein. Von daher nochmals danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.